Wir sind hier gerade live im Podcast. Wollt ihr ein Statement abgeben? Zu? Nee, die verarschen uns. Nein, ihr verarscht uns. Zu was denn? Zu was denn? Weiß ich nicht, was dich beschäftigt. Ja, Ausländer. Ausländer beschäftigt dich. Oh, nee, Scheiße! Ausländer! So, Leute, und damit setzen wir unsere Persönlichkeit auf, die wir hier haben, um ganz entertainend zu sein und springen in die Bresche des neuen Podcast. Und die ersten Leute werden sich schon fragen, was ist heute los? Heute. Warum ist Herr Rodes nix? Warum ist der nix? Ja, warum isst du denn nix? Ja, es ist irgendwie 12:30 mittags. Ja. Ja. Das war nämlich heute die Idee. Die erste Idee war, wir machen heute Aufwach-Podcast. Um 10. Der hat sich dann verschoben. Auf um 12. Und da wir ja hier, ne, da wir wirklich Revolutionäre sind und immer eine neue Idee am Start haben. Im Gegensatz zu David Heilen, dieser Typ, der so ähnlich hat. Wie heißt der, Markus? Markus Bubble. Wie heißt der? Robin. Ach so, merke ich mir nie im Leben. Ja. Haben wir relevante Ideen und richtig. Vor allem neue Ideen. Außerdem muss man dazu sagen, unser letzter Podcast hat halt auch alle Zahlen gesprengt, was Views und Likes angeht. Heißt das, er hat das nicht gemacht? Doch, doch. Zwinker, zwinker. Die sehen das nicht. Ach so. Aber gut, dass du es sagst. Ja. Also war der ja nicht so. Nee, aber da müssen wir uns mal ein bisschen hypen. Da hypen wir uns mal. Aber da wir halt wirklich die Ideen haben, haben wir uns heute was ganz Besonderes überlegt. Ja, wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun. Also ich hole mir noch ein Trinken, du musst noch in die Apotheke. Also machen wir heute einen Unterwegs-Podcast. So, die Audio wird darunter etwas leiden, aber ach, was heißt etwas? Für euch reicht's. Also das Hauptelement heute wird sein Wind. Hä, ist das Wind nicht draußen? Ich war noch nicht draußen. Es existiert Wind, aber es existiert auch Sonne. Aber davon profitieren wieder mal nur wir. Ja. Gut. Gut, da würde ich sagen, wir sind hier schon perfekt angezogen. Wir gehen jetzt einfach mal los. Wir sind perfekt angezogen. Na dann, los geht's! Ja! So, Leute. Du musst jetzt den Mikrofon so an die Schuhe halten, wie man hört, dass du läufst. Okay. Warte, ich mach noch schnell das Licht aus. So. Die Leute denken noch, wir verarschen die hier. Aber nein, wir machen das wirklich. Wie heißt denn das, Mann? So. Boah, kennst du die noch? Das sind Schuhe. Du kannst jetzt nicht, du musst schon beschreiben, was du siehst. Sind das nicht Ugg-Boots? Ugg-Boots, kenn ich. Die gibt's noch. Ich fühle mich so 2012 irgendwie. Ugg-Booting. Mhm. So. Bootmenü. Was ist das mit Informatik? Dieses Booting ist made for Informatik. Was? Du, Mikrofon an die Schuhe halten. Mikrofon. Richtig findige Köpfchen werden dann bestimmt rekonstruieren können, wo wir wohnen. Ja, die haben eine Datenbank mit den Sounds der Treppen Weimaus. Die machen einen Proof of Hearing. Achso, ich bin mit dem Fahrrad. Soll ich das mitnehmen? Nee, das ist okay. Doch scheiße. So, Leute, das Gute ist, wir sind ja jetzt hier Audio unterwegs und nicht visuell. Das heißt, wenn wir jetzt mit Leuten interagieren, dann müssen wir nicht um die Erlaubnis fragen, ob wir das direkt in den virtuellen Äther blasen können. Wir machen das einfach. Dürfen wir das in den virtuellen Äther blasen? Okay, Deal. Das machen wir direkt. Wir haben heute auch zahlreiche Themen. Der Wind. Hier ist der Wind. Ich hätte hier so eine Socke drüber stülpen müssen. Nee, einfach so ein Puschel. So einen flauschigen Puschel. Ich halte das so, dass es theoretisch da nicht reinwinden dürfte. Theoretisch. So, also ich komme mir jetzt schon ein bisschen dumm vor, wie ich das Mobiltelefon hier in meiner Hand halte. Hallo. Aber da war überhaupt keiner. Wollte ich Flachs? Erster Prank hier live. Ja. Oh. Kommt vielleicht das Haus, werde ich Prankster, ist wirklich so. Ja. Das ist aber auch eine Profession, ne? Eine Profession quasi. Also das ist Proof of Prankster, was passiert. Man verlässt das Haus und ist gleich man selbst und prankt die Leute und prankt alles. Pranks so kaputt. Man kann einfach nicht dagegen ankämpfen. Bringt auch nichts. Wenn man es auch schon so lange macht, man ist so lange im Business. Ne? Was haben wir denn heute eigentlich für Themen? Ja, das wissen Sie aber auch gerne. Ich kann hier nochmal, ihr werdet jetzt Vibration hören. Vielleicht aber nur ganz leicht. Oh Gott! Die erste Action hier passiert. Alter, der hat sie geprankt. Die erste Action passierte Podcast. Ich hoffe, ich muss dann soundmäßig nicht so viel nachjustieren, weil die Mühe ist es mir nicht wert für euch. Bist du jetzt so? Naja, das war doch. Ich setze mich auf Twitch und hol mir einen runter und krieg dafür 60 Euro.
Ja, da haben wir doch. Seitdem muss ich mich nicht mehr um meine Fans kümmern, weißt du? Da haben wir doch ein gutes erstes Thema. Twitch ist eine ganz große Sache gerade und generell. Es läuft. Die ist eine große Sache, seitdem du da bist. Und es läuft, seitdem du gebettelt hast. Richtig. Es läuft ganz ich okay, weiß, ich habe gut reden, ich bin überhaupt nicht in der Position, aber wäre sonst nicht lustig. Guckt mal, hier, ein Teebeutel. Interessant, guckt mal, Leute, guckt mal. Interessant, was man hier alles sieht. Ja, nee, also seit dem Battle-Video geht's bergauf, ne? Ja. Ja. Nee. Ich muss gucken, ob kein Auto kommt. Ich hoffe ja, dass da sich dann zahlreiche Public-Prank-Compilations anschließen. Nach Urlaub ist mir nicht, aber wenn ich mir so denke, bei der Kälte. Du würdest lieber einfach ein bisschen arbeiten. Genau. Genau. Quasi als Prankster im Ausland. Ja, oh, der Wind, sorry Leute. Ich werde ihn mal wegjustieren, hoffentlich. Ich hatte dir das ja auch. Alte Schule. Da, ich weiß, wer da auf die Schule geht gerade eben. Wer denn? So eine Liebschaft von so einem Sänger. Ah! Oh, also. Was machen wir hier eigentlich? Ich kaufe mir jetzt ein Trinken. Wir sind hier jetzt im Einkaufsladen, Leute. Einkaufsladen? Das Wort gehört so verboten, Alter. Ihr könnt das in der Kaufhalle. Im Konsum. Hat man früher zu Ostzeiten gesagt. Tante Emma-Lädchen. So, Leute, das ist richtig, gut. Ach nee, ich muss hier rein. Also, was ich sagen wollte. Twitch ist gerade richtig am Laufen. Alles andere ist auch am Laufen. Ich habe auch einen Flug rausgesucht. Jetzt die Blasensteine sind weg. Ja, ich habe mir einen Flug rausgesucht. Ich mir so ein Weihnachts-HSC hole. Sag mal, du musst ja schon die Moderation machen. Ja, Flug. Ja, ich habe auch direkt geguckt, wie ich mit meinen 200 Euro jetzt mich absetzen kann und das Prank-Business hinter mir lassen. Nein, es gibt nämlich einen Flug für 40 Euro von Nürnberg nach Rom, was super billo ist. Wie kam er nach Nürnberg? Naja, mein Vater kann mich kostenlos hinfahren. Bei dem Rest weiß ich nicht. Aber die Frage wäre ja eher mit der Übernachtung. Wohnt jemand in Nürnberg? Nee, in Rom, wenn dann. Setzejoke.jpg. Nee, ich finde auch, dass all unsere italienischen Zuhörer jetzt hier eingeschaltet haben. Ja, das kann halt tatsächlich sein. Wie ist das hier eigentlich mit Musikrechte? Oh. Ich singe einfach drüber. Bis ich mich immer für den Saft entschieden habe, ist immer dasselbe. Wir stehen hier, wir haben auch schon nette Kundschaft nebenan. Hallo, schönen guten Tag. Kennt ihr euch? Nee. Bist du jemanden kennengelernt? Aber man kann doch immer neue Kontakte knüpfen. Also, was ich sagen wollte. Twitch. Ananassaft, weißt du, was das heißt? Was denn? Dass mir heute jemand einen blasen muss. Was? Ach so. Jetzt hat sich Herr Rodes entschieden. Was wollte ich denn sagen? Wer noch nicht auf Twitch vorbeigeschaut hat, sollte das dringend mal machen. Das ist mir ein großer Tunlicht Spaß. Nachholen. Auf Patreon hat tatsächlich jetzt einer ganze $100 gespendet. 100 US Dollars. Es geht steil bergauf. Krass, ne? Diese ganzen Geräusche sind sonst. Dieses Geräusch habe ich noch nie gehört, aber jetzt, wo wir es nicht gebrauchen. Ist halt echt so. Wann hupt man ein Auto neben einen hier in dieser kleinen Stadt? Nie. Aha. So. Warum machst du da immer so den Stefan Raab manchmal? Ja? Ja, weil meine Damen und Herren. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja, aber dann machst du immer dieses. Ha? Das machst du halt nur manchmal. Das mache ich, wenn ich mich danach fühle. Ja, okay. Wenn ich der Meinung bin, dass das beiträgt. Okay. Zum Entertainment. Leute, wir stehen hier. Wir stehen hier jetzt. Live in einer Schlange. Live in einer Schlange. Also dieses Gefühl habe ich noch nie so intensiv erlebt. Wenn du mal darauf achtest. Ja. Nee, es geht halt echt langsam voran hier. Wo hatten wir es gerade? Genau, es hat einer auf Patreon ganze 100 US-Dollars gespendet. Allerdings muss ich sagen, da ist wieder der lustige Mund. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen heikel, ne? Wenn irgendwie 10 Leute für dein Einkommen zuständig sind und dann einer abspringt, ist das halt härter, als wenn das aufgeteilt ist auf 300 Leute. So. Aber mal gucken, es ist halt ein Kollege aus der Schweiz. Deshalb kommt das alles auf dein Sparkonto, auf dein Sparbuch. Ja. Oder du kaufst dir davon ein Hundertstel Bitcoin. Oder ein bisschen mehr im Moment. Aber der sinkt der gerade oder steigt der? Oder? Gerade steigt der. Aber ich kann keine Prognosen für die Zukunft machen. Jedenfalls keine, die dann auch eintreffen. Wer kann das schon? Eben. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt. Dann heißt dann, Herr Rodes, du hast falsch gesagt.
Gib mir meine 100 Euro wieder. Ja. So, also auf jeden Fall wollte ich sagen, gerade läuft es ziemlich gut. Wie das geschmiert. Wie geschnitten Brot. Das liegt nämlich vor uns gerade. Ah, komm schon. So, wir hatten ein großes Event in Weimar. Da wollte ich kurz eingehen, weil du das nämlich verpasst hast. Du warst da nicht zugegen, weil du Streber warst. Strebergarten. Danke, Amadeus. Wir hatten einen großen Nazi-Aufmarsch. Ah! Hast du davon was mitbekommen? Nee, ich war da nicht. Da habe ich tatsächlich gelernt. Hat sich gelohnt. Aber ich find, Thüringer Nazi-Aufmärsche sind doch langweilig. Das sind halt die Dorfidioten, die man eh kennt. Manchmal, nicht alle. Immer dasselbe. Aber es sind wirklich auf der rechten Seite häufig diese nicht. Sind Leute dabei, die sind nicht so. Also den sieht man an, also wisst ihr? Hast du dich da gerade in eine Ecke manövriert, oder? Nee, aber ist schon ganz klar, aber die sind nicht allzu politisch motiviert, als dass man eher so ungefähr sich denken kann, was da so abgeht. Wir haben einen Fackelzug gemacht. Aber das Highlight war ja, dass das 50 von diesen Genossen waren. Gegen 500 der Linken, oder was? Nee, gegen 1000 Polizisten. Die ganze Stadt war halt voll. Es waren halt wirklich 1000. Witzig. Und kommt da so eine Kindergartengruppe an. Quasi. Na, aber wenn du die jetzt im Real Life triffst und die sagen, ey, ich habe deinen Podcast gehört, warum bist du nicht so gemein zu mir? Lass das mal ausdiskutieren. Wie jetzt? Naja, sagen die dann, du warst gemein zu mir, lass das mal ausdiskutieren. Die kommen dann mit ihren Fackeln an. Nicht? Hier, Noster. Ich dachte, wir wären cool miteinander. Dann sagst du sowas über Dorf. Ja, war auf jeden Fall ein richtig spektakuläres Event. So, guckt euch das an. High Life macht der Herr Rodes. Der bezahlt mit einem Zehner. Kauft sich nur einen Ananassaft und legt einen Zehner aufs Brett hier. Heide Witzka. Schönen Tag. Tschüss. So. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt noch steigern wollen. Vielleicht in die Apotheke gehen. Das wäre doch mal was. Die Frage ist, ob ich meinen Apothekenzettel überhaupt habe. Dafür kannst du vielleicht mal kurz übernehmen. Ach du Scheiße. Vielleicht ist ja die Tochter von dem Sänger hier irgendwo. Die Tochter vor allem. Also kommt ja hin, aber... Läuft aufs Elbe. Meine Güte. Halt das dann mal bitte kurz. Ich muss ganz kurz, weil wenn ich diesen Apothekenzettel jetzt nicht dabei hätte, müssten wir nochmal zurück in unsere Podcast-Headquarter. Soll ich hier mal gucken, ob meine Mitschüler hier noch existieren? Von damals, vor 3 Jahren oder 2. Mal. Moderier mal. Nee, das ist mir nichts. Die gucken alle. Oh, wir sollten aus dem Weg gehen. Wir wollen Autos rein. Also wenn ich nicht habe, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wo der sein könnte. Hier, da windet es gerade rein. Unmensch. Portemonnaie. Das ganze Patreon-Geld hier springt das kaputt. Portemonnaie-Boy. Ha, ich habe ihn gefunden, Leute. Wir können zur Apotheke gehen. Hurra, Apotheke. Hurra, hurra, hurra. Apothekis. Los geht's. Ja, Apothekis. In die Richtung bist du dumm. Welche Apotheke musst du? Zum Goetheplatz. Ach so. So. Jetzt sehe ich hier meine ehemaligen Klassenkameraden und höre, was ist aus dem geworden? Redet ein Handy, verstehe ich nicht. So ein Retardort. Mhm. Das ist ein Ort, an dem ein Gewaltverbrechen an einer geistig zurückgebliebenen Person verübt. Eine Tochter von Max Wiesinger. Was? Hast du bitte jetzt mal auf? Also Leute, ich hoffe, der Verkehr ist schön nervig und laut. Wir haben nämlich in Erfahrung gebracht, dass einige Zuhörer ein Problem damit haben, wenn im Podcast gegessen wird. Oh. Und um da noch eine Schippe draufzulegen, sind dann wir jetzt ja an der Hauptstraße. Und Herr Rodes, das ist ja nur echt ein Witz von der Hauptstraße. Hör mal auf, das jetzt hier allzu sehr zu umreißen. Vielleicht werden die wirklich noch herausfinden, wo wir uns gerade befinden. Als ob das vor allem noch, die jetzt gerade den Podcast hören. Leute, wir sind jetzt gerade am. Hier könnt ihr uns treffen und ein Autogramm bekommen. Kommt alle her. Das ist so scheiße. So, guck mal, die haben hier gerade alle Schulschluss. Richtig ganz tolli. Jetzt kann man zumindest rekonstruieren, dass das heutige Headquarter zumindest nicht unweit des war. Willst du damit sagen, wir sind echt schnell gelaufen und haben jetzt hier einen Radius von 10 Metern, wo sich das Headquarter befinden könnte? Genau. Wie dem auch sei. Wir werden die zweite Drachenschanze, ich sehe es schon kommen. Dann musst du dann immer aus dem Fenster blicken. Verdammt, Arschlöcher!
Gott, oh Gott. So, guck mal. Hey, so ein wütender Robby. Kollege, wenn du deinen Schuh fertig gemacht hast, willst du im Podcast mitmachen? Nee, ich muss jetzt los. Alles ja, aber in welche Richtung denn? Ja, am Goetheplatz. Ah, wir auch. Das trifft sich gut. Richtig gut. Ja, passt schon. Ich muss sowieso noch aufhören. Du musst noch, ja. Ich weiß halt nicht, ob er schon los ist oder nicht. Kann ja mal fragen. Die hören gerade ganz viele Leute zu. Grüße euch. Was machst du für eine Ausbildung? Wir sind Podcaster. Und unter welchem Namen? Podumcast. Das ist mir gerade richtig peinlich. Was macht ihr noch so? Nichts, nur Podcast. Einfach nur Podcast. Ja, okay. Das läuft halt echt gut. Ah, okay. Wir machen heute mal die Spezialausgabe in der Stadt quasi. Ja, genau. Also normalerweise sitzen wir natürlich in unserem Studio, aber heute ist es spezial. Deswegen auch nur ganz ranzig mit Handy. Machst du die Berufsschule? Ja, nee, Fachabi, nee, hier. Berufliches Abi. Ach so. Berufliches Gymnasium. Ja, ich war immer ein Vierteljahr wegen Einzelhandelskaufmann drin. Mach mal weiter, ich wollte nur mal kurz aufnehmen. Du hast gerade dein Knie so gerieben. Ach so, wir wollen so Eindrücke sammeln. Nee, das hört sich so schön an. Weil die Leute können ja nicht gucken, da müssen die schön was hören. Ah, verstehe. Gut. Ja, gut. Machen wir weiter zur Apotheke, oder wie? Auf zur Apotheke. Oh, gut. Viel Erfolg. Die auch, die auch. Danke. Tschüss. Gut. So. Wir brauchen das. Keine Ahnung. Hier ist ein Hund, guck, ist richtig was los in der Stadt. Ja, Weimar ist ganz Party. Leute, ich sag euch. Leute, kann man sich sogar mal eine Cola kaufen im Zeekeller. Drachenschanze. Den fand ich gut, fand ich gut. Ja, genau, du bist dann ganz haarig und rastest dann immer aus und mit deiner runtergerutschten Jogginghose, die du dann hochziehst. Aber da ich gerade wie ein Hurensohn aussehe, passt das ganz gut. Das ist ein bisschen gemein. Da mache ich einmal, weißt du, ich bin immer derjenige, der sagt, ey, der Drache, der ist doch überhaupt nicht so schlimm oder so, ne? Ich verstehe das nicht, warum wird Tanzverbot gefeiert und Drache nicht und so? Warum wird der nur gedisst? Da stimme ich nicht ganz zu, dass Tanzverbot gefeiert wird. Ja, naja, aber mehr auf jeden Fall. Ja, okay. Wesentlich mehr. So, und dann mache ich einmal so einen Witz und dann drehst du mir das direkt in der Eichel rum, so. Auch einmal ganz schön durch den Park Eichelturm. Laufen. doch, ist... Danke, Amadeus. Wir können schön durch den Park laufen. Wir machen übrigens den draußen Podcast, weil das Wetter so gut ist. Just eine Wolke, was ist das denn? Es sind halt trotzdem auch nur 4 Grad oder so, aber, ja, aber verglichen mit minus 4 ist das natürlich also mehr. Bis auf 0 ist es immer der Alter, Fall. Bin ich gerade... Ich dachte gerade, es sind 10 Grad mehr, aber es sind ja nur 8. Bin also physikalisch dumm, korrekt sind es 8 Kelvin. Ja, okay, das weiß ich. Kannst du das noch einmal kurz halten? Na, dann schließe klar. Ich meine Jacke, weil das Wetter ist so schön. Klärchen, Pubersen. Ey, Leute, hier teaser ich es euch an. Ich rede schon wieder wie ein Hurensohn. Ich rede, wie ich aussehe. In einem halben Jahr, das Video Cold Enough... Scheiße. Ich habe die Punchline vorweggenommen. Du hast das schon wieder verkackt. Ja. Also wir haben ja das Video Warm Enough gemacht. Und in einem halben Jahr gibt es dann das Video Cold Enough. Da werde ich dann mit 30 Jacken durch den Sommer spazieren. Die Idee kommt von Friedrich, finde ich gut, ist gekauft. Ist. Genauso wie die Idee, dass wir auf Spanisch Sätze sagen, wie Ich sitze vor der Lehrerin. Ja. Bloß halt auf Spanisch. Ja, ich habe nämlich gestern Nacht in Korrespondenz mit Margarete einen YouTube-Kanal gefunden. Die Geschichte ist echt witzig. Wir wollten einen DJ googeln. Ein DJ mit dem Namen Frau Ludwig. DJ Frau Ludwig? Ja. Okay. Einfach nur Frau Ludwig. Den gibt's. Ja, weil da ist so eine Party in Jena, wo Elektro-Swing ist. Ja. Und DJ Frau Ludwig legt halt auf nach der Live-Performance. Ja. Und um sich da ein Bild zu machen, googelt man halt, ne? Da durchgehen wir. Ja, verstehe. Schön über die Hauptstraße. Und folgendermaßen googeln wir das bei YouTube. Und es kommt ein Kanal, auf dem aktiv Videos hochgeladen werden von Schülern oder weiß ich nicht, Projektleuten oder so, die Deutsch lernen und dann Videos machen, wie sie kurze deutsche Sätze sagen und das machen, was in den Sätzen passiert. Und das ist dann sowas wie, ich stehe neben dem Stuhl. Ich stehe neben dem Stuhl. Ja. Dann stehen sie wirklich neben dem Stuhl. Ja, aber dann steht im Untertitel, ich stehe neben der Tür. Und all solche Spirenzchen. Also ich werde euch das mal in der Videobeschreibung verlinken, weil ich möchte, dass der Kanal viral geht. Ja, der wird jetzt im deutschen Sprachraum. Wollen wir Hinrunde spielen oder geht's gleich weiter? Ja doch, da können wir mal kurz mal spielen. Wow, das ist ja glatt. Hier mal einmal rutschen. Einmal rutschen. Nee, lass. Warte. Hier einmal rutschen, gehe ich hier hoch. Wir wollten ja auch was erleben, wenn wir hier schon im Outdoor-Podcast sind. Hallo, kleiner Mann. Ich rutsche auch einmal.
So, da ist jetzt hier nämlich so ein Junge, der gerutscht ist. Ich versuch's im Stehen, aber mach das nicht nach, sonst stirbst du und deine Mutter tötet mich. Zack, bin ich im Stehen runtergerutscht. Schön. Schön Kackenschwerst drauf hinterlassen und das Kind muss jetzt hier darauf wieder drauf rutschen. Ja. Aber hier habe ich früher gern gezockt. Was ist hier? Hier ist so ein schöner Wasserspielplatz und da liegt eine Hiroshima. Da liegt eine Hiroshima. Na, wie heißt das? Fat Man, Little Boy und so? Nee, Fat Man ist bei vielleicht, Fallout. Vielleicht Atombombe. Deskbäh! Exakt. Hier ist übrigens, jetzt sind wir an dem Teich mit dem Fake-Eis. Ja. Weil wir haben, ja, das wurde ja rausgefunden, dass wir dieses warm enough. Not, genau, warm enough. Summer in real life hätte es auch heißen können. Dass wir das alles gefaked haben, das im Juli 2017 gedreht wurde. Ist natürlich richtig, die Indizien sprechen für sich. Nicht zuletzt, weil wir dafür auch kein Statement gemacht haben, aber es ist ja auch alles auf der Seite zu lesen. Ja, das kennt man ja von Lord Abaddon. Also kein Statement machen ist ja quasi Recht geben. Genau. Und ja, hier ist auf jeden Fall, wir mussten ja für diese Eisszene, die gab es ja im Juli nicht, da mussten wir jetzt ein Fake-Eis besorgen. Lass da mal am Eis lang gehen. Da sind die ganzen Patreon-Spenden drauf gegangen. Das stimmt. Deshalb hat Robin kein Geld. Kein Geld. Naja, also gestern Nacht bei Patreon $444 von $555. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ich mache euch jetzt mal hier ein Audio-Erlebnis. Knackendes Eis. Oh, shit. Das war ein Schuh nass. Das Eis war wesentlich dünner, als ich dachte. Das ist halt ein Zentimeter daneben nicht existent. Natürlich ist das dünn. Das fängt sich an mit 2 Meter Durchmesser. Ihr hört's knacken, so reicht. Ich mache meinen Schuh nicht noch nässerer. So, wo gehen wir lang? Guck mal, du willst wieder bei den jungen Mädels vorbei, weil ich gerade Lord Abaddon gesagt habe. Nee, ich werde den jungen Mädels vorbei, weil ich Lord Abaddon bin. Ach so. So, na dann gehen wir da mal an den Mädels vorbei. Die sind bestimmt für eine Interview-Situation zu haben. Nee, die eine ist noch dick, alles gut. Hörst du mal auf hier? Meine Güte. So, was. Aber du darfst den Drachenlord fertig machen, ja? Komm, wir machen jetzt hier hey Fellow Kids. Trau ich mich nicht. Traust du dich nicht? Hab ich Hemmung. Hast du Hemmung? Okay, Hemmung Klubin. Danke, Amadeus. Exakt. Hey, Fellow Kids, na? Wollen wir zusammen einen Musical.ly machen? Das machen doch die jungen Folks. Ich kann Volks. Das gar nicht, aber ja, nee, kann wir machen sowas nicht. Wir sind hier gerade live im Podcast. Wollt ihr ein Statement abgeben? Nee, die verarschen uns. Nein, wir werden. Nein, wir verarschen uns. Was denn? Zu was denn? Weiß ich nicht, was dich beschäftigt. Ja, Ausländer. Ausländer beschäftigt dich. Oh, nee, Scheiße! Ich kann nicht mehr. Also sie hat sich bei Herodes entschuldigt, weil er augenscheinlich Ausländer ist. Sie ist selber Ausländer. Ja, aber ich bin selber Ausländer. Aber was beschäftigt dich an Ausländern? Naja, die sind echt komisch. Die sind komisch, alle, ich glaub, oder die wie? Sind ein schon, also die Syrer, die hierher kommen, ja. Die sind zurück. Palästinenser. Was? So. Zurückgeblieben? Ja, wirklich, ich schwöre. Ich hatte mal ein halbes Jahr mit dem Imbiss-Gut. Die denken halt echt, sie können. Und die sind irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da bin, müssen die gerade mal das rufen. Was? So im Gehirn halt. Ach so, wenn du im Gehirn da bist, sind die da drüben. Ja, wo ist das dann? Was ist im Internet? Ja. In welchem? Ja. Also in dem mit dem HTML. Seite. Ja, ja, wir haben so eine YouTube-Seite. Aber ihr seid nicht die, die die ganze verarscht, oder? Was? Doch. Sind ihr die? Ihr seid die Verarscher, gell? Nee, wir sind die Verarscher nicht. Wer sind denn die Verarscher? Doch, die. Naja, wir machen einfach nur Podcasts. Wir erzählen halt so. Von so einer Anna, der Bruder und so. Kennt ihr die? Von so einer Anna, der Bruder und so? Wer ist denn das denn? Die verarschen einen immer. Ist der Bruder von Anna ein Ausländer? Ja. Nein! Oh nein! Ich weiß es nicht. Das sieht so aus. Vielleicht ist es, kann es nicht zwei, aber einer und zwei Brüder gemeint sein. Aus. Aber sie sieht deutsch aus. Sie aber sieht deutsch aus. Er nicht irgendwie. Aber wie sieht denn ein Deutscher aus? Naja, so wie du, deutsch. Nein. Weil ich Glatze so habe, oder was? Nein, Gott, oh Gott. Arisch, Glatze. Ja, nee, wir verarschen niemanden. Wir machen wirklich nur Podcasts. Normalerweise sitzen wir einfach in der Wohnung, im Studio und reden miteinander. So? Ja, genau. Wir kiffen dabei. Kiffen uns richtig kiffen? Eins. Kiffe gerade. Ja, ja, du auch. Nein, hab ihr was dabei? Wir wissen nicht, wo man was kriegt. Ja. Hey, nee, wir aufhören, ich weiß, ihr seid bestimmt keine Ahnung. Was? Was? Nichts. Nein, Quatsch, das sind Zivilbullen. Ja, also zeigt jetzt bitte einmal. Nee, ihr zeigt einen Ausweis. Nee, hab's nicht. Ihr habt doch noch nie. Ja, gut. Ich hatte.
Also, doch mal auf, wenn da jetzt die ganze Zeit im Dreck liegen. Mein zweites Handy, es geht ja. Also ich glaube, ich will, ich, okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Spider-Man-App da vorher schon drauf war. Ja, die war schon drauf, okay. Alles safe. Alles klar, das ist Was ist die Jacke? Nein, da reift sie den. Ist deine Zweitjacke, ist deine Zweitjacke, alles. Ach Leute, wenn ihr das sehen könntet. Wir sollten öfter was in der Stadt machen. Ja, vielleicht ist das neue Ding so. Was wir machen einfach immer so Podcasts. Siehst du, war eine gute Idee, mal rauszugehen, statt das ganze Zeit drin zu machen. Und wenn das Ende Punkt nach der nächsten zu zwischen. Ja, also wirklich, das ganze Kiffegras macht mich fertig. Scheiße. Was nehmt ihr noch so? Was? Nehmt ihr andere Sachen? Alles. Alles von A bis Z. Ja. Jetzt ist, oh, wow. Hast du schon mal Kamillentee probiert? Der ballert richtig. Alter, aber ohne. Nicht so heftig, nicht so heftig wie Ingwertee. Dann seid ihr tot. Ja. Ingwertee aber mit Zitrone. Zur Weihnachtszeit schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Ihr nehmt gar nicht auf, oder? Doch, wir nehmen auf. Guck, ich zeige dir hier, warte. Nicht draufdrücken. Schon sag, 26 was, Minuten. Redet ihr mit dir? Wir hatten schon einen Typen, der sich Schuld zugebunden hat. War der auch so cool wie dir? Nee. Da musst du los. Gut, aber wir wollen jetzt auch weiter. Wir haben noch heute noch Ziele. Wir müssen nämlich noch in die Apotheke. Holt euch in Sternburg. Genau. Grüßt die Ausländer von uns. Wenn ihr grüßt die mal. Also seine Familie. Wir immer noch voll ein, ist kein Ding. Wir wollten noch voll unüberlegt, aber es ist kein Ding. Musik-Kiddy. Ja, kann ich gerade nicht. Die Aufnahme. Muss ich aber überlegen, wie das aussieht. Ich kann es eh nicht. Ich hasse Musik-Kiddies. Okay. Wie das heißt, ich weiß es nicht. Was für Dinge? Ja, das sind alles Musik-Hipster-Fotzen, die das alles so machen. Wer ist das? Hier, wo die immer alles so mit ihren Fingern und so. Nee, du hast ein anderes Wort gesagt. Hipster-Fotzen, ja. Ah, okay. Seid ihr welche? Wir sind Hipster-Fotzen. Ja. Nein. Bist du auch eine Hipster-Fotze? Okay, macht's gut. Mach nicht mehr so viel. Yo. Ja. Großartig. Hör, was? Dion Random. Und wir sind da jetzt drauf. Ja. Geil. So, unser YouTube-Channel, Dion Random. Jetzt verarsch dich doch nicht. Na, was denn? Was war das denn? Hat sie sich gerade zweimal dafür entschuldigt, weil sie die Ausländerblöde findet? Ja, vor dir. Ich bin. Ich meine, also ich glaube, heftiger hätte die Beleidigung nicht ausfallen können. Oh. Also, ich meine, wo sie sagte, ja, die Ausländer beschäftigen mich, da bin ich schon fast weggebrochen. Aber dann noch Entschuldigung. Da lag ich am Boden. Oh, fuck, ey. Ja, doch. Aber, weißt du, die Menschen, die haben halt auch echt einfach ein Herz. Das kannst du nicht anders sagen. Ein Herz für Ausländer auf jeden Fall. Nee, aber weißt du, während ich hier bin, ist der Ausländer halt hier. Ist richtig. Oh Gott, oh Gott. Ja, großartig. War auf jeden Fall eine gute Idee, die doch anzusprechen. Ach, ich weiß nicht. Was denn? Ich finde das irgendwie herzergreifend, wenn Leute so sind. So weiß ich nicht. So blauäugig in die Welt hineinschauen. Ja, also arisch, ne? Hat sie ja gesagt. Also ich weiß nicht. Also Anders Bruder könnte genauso gut Brent sein. Ja, ich denke eher, dass es der aussieht wie ein Ausländer. Ja. Ich habe halt echt nur mit so komisch zugezogenen Leuten zu tun, anscheinend. Und dann auch ich noch bin familiär. Auf drei Generationen Kerndeutsch. Was ist das denn? Warum? Was? Oh Mann, warum sehe ich aus wie ein Ausländer? Oh Mann, ich will das nicht. Nee, ist doch schön. Dafür kann ich gut Bass spielen. Ja. Habe ich kürzlich rausgefunden. Ich habe nie Bass gespielt, aber da ich schwarz bin, kann ich das sehr gut. Was willst du tun? Genau. Großartig. Was ist das für eine zwielichtige Gruppe? Also da das heute völlig ungeplant ist, ist da vielleicht tatsächlich noch Potenzial nach oben, wenn man sowas wie eine Idee dahinter hat. So. Ja, vielleicht aber auch nicht. Aber das war auf jeden Fall witzig. Die mochte ich. Die haben aber auch eine Gag-Frequenz. Merken die das? Sind das wirklich Witze oder ist das eher so ungewollte Comedy? Musical.ly, das mit den Fingern. Ich finde das gut, dass ihr uns direkt fragt, ob wir Hipsterfotzen sind. Und dann sagen wir, yo, wir sind Hipsterfotzen, und dann gehen sie weg. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann mit Hipster nicht irgendwie optisch identifizieren, anstatt sie zu fragen, ey, seid ihr Hipster? Und ich meine, Hipster zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie nicht behaupten, dass sie Hipster sind. In der Regel schon, ja. Vielleicht sollten wir das mal machen bei der nächsten Studentenparty. Einfach mal rumfragen. Hey, Entschuldigung, seid ihr Hipsterfotzen? Bist du einer von diesen Hipsterfotzen, von denen hier alle reden? So. Ah, was ist das wieder? Wir haben jetzt noch mal ganz kurz. Ah, genau. Musste ich noch mal ganz kurz meine Themen gegenchecken. Ich weiß ganz genau, welche viele Leute wir morgen im Busdepot treffen werden. Ja, Leute, morgen ist nämlich ganz Party. Ist ein gutes Stichwort. Morgen Busdepot, kannst du kurz drauf eingehen, aber eigentlich wollte ich was anderes. Nur eine Facebook-Veranstaltung gewesen. Was ist das eigentlich für Musik da? Black Hip-Hop House. Ernsthaft? Was erwartest du?
Das ist doch scheiße. Hä, es ist wie immer geil. Nee, das ist echt. Dann denkst du MC im Rap oder was? Leute, ich hab nicht. Ich bin offen. Und saufen für jeden Tag saufen. Alkohol saufen. Ach so. Ja, nee, das hat mich nämlich gehuckt, weil der Hahn muss laufen, hieß das doch, oder? Ja. Und da dachte ich, da kommt halt solche Malle-Musik. Ja, auch. Ja, nur bitte. Club-Hits. Das ist doch kein Club-Hit. Hä? Warst du mal in dem Club? Der Hahn muss laufen, saufen, saufen. Das ist ein Club-Hit. Das ist. Ja, okay, gut. Ich also wenn sowas kommt, Club okay, gehört. Also ich bin offen. Ich bin offen für jede Musik eigentlich. Ja, hör die gerne so privat, aber auf Partys dieses Black. Ich weiß gar nicht, was Black genau heißt. Das ist einfach Musik von Schwarzen ist. Keine Ahnung. Ja, House ist auch viel zu gediegen. Und was war es noch? Diese drei Standard-Dinger, die einfach nur Black House, Hip Hop, Tech. Nee, aber schon. Ich bin da ganz, ganz guter Dinge, dass das solide wird. Wobei ich halt echt dachte, vielleicht bin ich auch komplett blöd und habe mich in der Straße verlesen, das ist gar nicht das Busdepot, weil ich mich dachte, nach der vierten, das Busdepot schließt nun Party, wäre das langsam mal abgerissen worden. Naja, also der Hahn muss laufen, da gibt's keine. Wahrscheinlich guckt dann noch so ein Hahn aus dem Boden raus. Yay! Es gibt keine Stage, weil der DJ steht, ach, hallo, das Ordnungsamt ist unterwegs, da richtig schön hier. Da fühlt man sich wirklich wohlig warm. Nimmst du wieder den Personalausweis, jetzt ruft die Polizei. Ja, Entschuldigung, ich bräuchte einmal die Polizei, bitte. Wie dem auch sei, hier ist es wirklich gerade sehr laut. Ja, es war eine gute Knoten- und Wendepunkt, der Bus, Goetheplatz mit den Bussen ist hier. Ja, vielleicht treffen wir unseren netten Kollegen wieder, der sich vorhin am Knie gerieben hat. Yo, dann wäre dieser Podcast auf jeden Fall in sich schlüssig. Ja, Full Circle. Und es ist der, der da steht. Keine Ahnung, ich kann mir Gesichter nicht so merken. Auch nicht merken. Auf jeden Fall, War das der, guck auf seine Schuhe, der grinst. Das war der. Ja, das ist der Kollege, der grinst, da ist er wirklich. Jawohl. Alter, Full Circle. Aber der Podcast ist erst in einer halben Stunde zu Ende. Da Jawohl. Ist er wieder, hallo. Und, ja. Und wie ist es dir ergangen in der letzten? War eine Reise. Ja, war eine schöne Reise, ja. Nice, wir haben echt coole Leute auch im Weimarhallenpark getroffen, aber du warst bis jetzt Highlight. Ach ja. Ja, das ist aber schön zu hören. Aber die im Weimarhallenpark haben gedacht, ich bin Ausländer. Die haben gesagt, die, was sie beschäftigt, sind Ausländer. Danach haben sie sich bei mir entschuldigt. Richtig großartig. Ja, wie war die Apotheke? Da müssen wir noch hin. Genau. So, ja. Wir sind auf dem Weg, deswegen gehen wir jetzt auch weiter. Okay. Aber echt geil, dass wir dich zweimal getroffen haben. Vielleicht wird es ja heute nochmal was. Wo also, halbe Stunde haben wir noch. Ich fahre mit der 1 gleich. Du müsstest ja eigentlich jetzt 10 Minuten fahren. Richtung Ehrensdorf. Ja, ich muss vorher aussteigen. Ah, okay. Schade, weil Ehrensdorf ist meine Heimat, weißt du? Ach so. Okay. Da bin ich groß geworden. Gut. Nice. Dann machen wir jetzt mal zur Apotheke. Jo, gut. Mach das. Schönen Tag. Danke für deinen Gastbeitrag. So, großartig. Full Circle, Leute. Full Circle gewendet. Circle Pit. Zirkel. Zirkel, Geometrie. Einfach nur Zirkel ist. Ja. So, eigentlich wollte ich noch ein größeres Thema anfangen. Aber jetzt ist das Wetter übelst scheiße, was ist das denn? Na, wie das immer so ist, ne? Ja. Gehe ich raus. Haus die Maus. Haus Maus. Hau raus TV, willst du dazu kurz einen kleinen Schwank erzählen, wenn die Leute mal richtig deep into Nosferatu Lore googeln rein wollen? Ja, das heißt, im neuesten Hau raus Video bin ich kurz drin, als Outtake. Was ist denn dieses Hau raus TV? Das ist das Uni TV. Und da bin ich mal, für was für ein Video haben wir das gemacht? Meinst du unser Video? Ja, ich hatte doch die Weihnachtsmütze auf und habe mich dann einfach vor diese Kamera gestellt und haben gesagt, hier moderier mal was. War das nicht auch der Cringe? Ich hatte kein grünes Gesicht. Dann weiß ich es gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall stand diese Hauhauskamera und so eine Kollegin, die wir noch vom Zielmagma getroffen hatten. Und bin ich hin und habe gesagt, hier, lass dich da mal was machen. Und Robert hat das gefilmt und es ist nie erschienen. Und seitens des Hauhaus TV auch nie. Sondern als Outtake kam es dann raus. Und da sage ich kurz, hey, ich bin jetzt ein richtiger Bauhausstudent. Und das fand ich lustig. So, jetzt, bevor wir das nächste Entering große Thema... Entering the Epo-Speak. Ja, aber wir werden jetzt mal ganz gedimmt von... Jetzt Alter, das ist halt echt, denn hier heute hör, nur los. Ist halt echt so, ne? Nie hörst du hier ein Auto. Kaum reden wir über Hipster-Fotzen, kommt ein Club-Mate-Transporter vorbei. Hipster-Fotzen. Weil oh, scheiße, der guckt aber böse jetzt. Und meint doch uns gar nicht. Getränkekoppe, der guckt aber uns an. Der Beifahrer. Hallo. Er hat gewunken. Wink mal den Fenster, wir meinten die ganze Zeit das Fenster. So. Sonderpreise gibt's heute. Jetzt dimmen wir aber mal bitte die Stimmen. Vielleicht übernimmst du das auch kurz, weil jetzt könnt ihr live erleben, wie ich das Patreon-Geld raushaue. Okay. Hört ihr das? Bisschen ASMR vielleicht. Hallo. So, ich habe hier so eine Bestellung, einen schönen Zettel. Ich kriege ja da bestimmt was dafür, wenn ich ganz frage. Das
ist der Zettel schon wieder weg. Ich hab noch, du hast ihn gerade eben. Oh shit. Der Herr aus der Viktorstraße? Ja, nee, also nicht mehr. Dann sollte man vielleicht. Aber vielleicht. Wir machen hier gerade so eine. Noster, N-O-S-T-E-R. Nee, gut, dann ist es. Nee, dann verwechsel ich sie. Ja, aber doch, ich war da mal. Vielleicht ist die Adresse nicht aktuell. Ich habe ihn gefunden. Zack. So. Aber bevor wir hier Podcast feiern, jetzt hier mit der kompletten Personalausweis auswendig abbetet. Sind Sie da aus der Straße XYZ Nummer 35A? Wunderbar. Mittlere Klingel. Das Fenster mit dem Balkon. Der wird immer so lustig ausrastet, wenn man da klingelt. So, jetzt müssen wir nämlich 10 Euro zuzahlen, liebe Leute. Hallo, junge Herr, wir sind hier in einer heiklen Podcast-Situation gerade eben. So, kühl lagern, ne? Genau. Aber ist ja draußen eh kühl. So. Du machst hier gerade keine Moderation. Nee, ich höre auch gerade eine gediegene Situation. Das stimmt. Brauchen Sie einen Kassenzettel? Ja. Setzt du ab, oder was? Mal gucken. Das ist halt nicht so ganz klar. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. Ups. So, das war doch spannend. Das muss mal jemand anderes bieten. Wer kann denn solches Entertainment bieten? Und solche Innovationen halt auch, ne? Ja. So, jetzt haben wir kein Ziel mehr. Dann machen wir ein bisschen rumlaufen. In die Fußgängerzone jetzt. Ja, jetzt wir machen jetzt Pranks in der Fußgängerzone. Wie heißt denn das, Mann? Wenn man so Freelancer ist und quasi vor Ort, weißt du? Vor Ort ist. So ein nicht Visionär, sondern so ein. Einer, der halt vorstößt. Korrespondent. Nee, einer, der so richtig vorstößt. Einer, der so richtig vorstößt. Naja. Einer, der in die Bresche springt, weißt du? So sind wir jetzt gerade. Wir sind live vor Ort, wir gehen dahin, wo es weh tut. Was sagt man denn dazu? Da gibt's so ein Wort für, Mann. Ist ja auch egal. Ich überlege. Wir sollten von dieser Straße weg, weil hier sind echt die Störgeräusche etwas überwiegend. Was ich eigentlich sagen wollte, weil wir ja bei Party-Erlebnissen waren und so. Damit ich jetzt mal da ein bisschen Druck mache. Wir hatten in diesem Podcast die Idee gebildet, aber sexy. Ah, das läuft. Da sind wir dran, da sind wir heiß. Sind wir da wirklich dran? Ich will da jetzt nochmal einen Nachdruck sagen, lasst das mal machen. Weil der grobe Plan, und Leute, hier habt ihr es zuerst gehört, der grobe Plan wird sein, dass eine große, ultimativ gute Nostra Party passieren wird. Lass da mal dazusetzen. Ist mir peinlich. Kennst du die nicht? Nee. Kennst du die? Nicht, aber Alter, nee. Nee. Warum? Nein. Du hast auch bei den anderen Nein gesagt. Das ist. Du bist wirklich. Okay, also, guck mal, die müssen schon zur Zeit auf dem Stuhl sitzen, da kommen wir gar nicht dazu. Ja, okay, gut. Leute. Guck mal hier. Wollen wir uns zu den Bettlern stellen, die betteln und jetzt sich gerade eine Zigarette drehen? Aber die teure, nicht die selbstgetreten. Ja. Also, ja gut, die drehen sich nicht selbstgetreten. Ist okay. Drehen sich die teuren Zigaretten. Ist doch gut. Wir haben es doch jetzt. Ist doch okay. Also, es wird dann das Endziel sein, dass eine große Nostra Party stattfindet in Weimar, im Bratwurstglöckel. Nice. Was quasi nicht mehr existent ist. Nicht unser Headquarter. Ja. Und da wird es abgehen. Da wird dann eine Punkband zugegen sein. Dann wird Tronimal zugegen sein, der mit seinem Gameboy Musik macht. Und das große Highlight wird das großartige DJ-Duo, gebildet aber sexy, Headliner. Work in Progress Title, ist der Headliner. Sie werden zugegen sein, sie werden auflegen, sie werden abgehen, sie werden aufdrehen, sie werden auch abdrehen, sie werden alles machen. Also heute ist ja hier die Bettlerdichte wirklich sehr hoch, muss ich sagen. Das ist das Izzy des Todes da drüben, den sollten wir mal kurz hier reinschalten. Ja, wir schalten jetzt live dazu. Leute, ihr wisst nicht, was jetzt passiert. Wir werden den zukünftigen Bürgermeister von Weimar jetzt live dazu schalten. Soll ich mal dazu sagen, dass er von der Partei ist? Ja. Gut, dann wissen sie, woran sie sind. Er wird kandidieren. Und das Venezia macht für immer zu. Hier stehen Stühle draußen. Ich lasse mich nie wieder von Leuten verlauern. Da stand doch nie dran, dass die für immer zu machen. Hat die irgendjemand erzählt? Bis Mitte Februar wollten die machen. So, sehe ich nämlich genauso. So, da ist er. Hallo. Hallo.
Wir sind hier gerade in einer heiklen Podcast-Situation. Wir wollten jetzt einfach mal live dich hier dazu holen. Danke. Weil wir immer wissen, du hast immer einen spritzigen Spruch auf den Lippen. Den kannst du jetzt mal hier rein. Wir haben nämlich heute die ultimativ geniale Idee gehabt. Wir machen keinen Podcast im Studio. Wir gehen raus, gehen dahin, wo es wehtut, zu den Menschen vor Ort. In Weimar, das ist richtig. Ja, und vor allem, du bist ja erst recht an der Basis. Wir haben gerade erzählt, dass du bald Bürgermeister wirst. Richtig, ich sage noch keine letzten Unterschriften. Brauchst du noch eine? Ich habe schon mal irgendwo unterschrieben. Ich habe die ersten 10, aber ab nächste Woche darf ich dann noch mehr sammeln. Achso, du darfst jetzt noch nicht mehr? Nur 10 erstmal. Okay. Und dann 180. Ja, nice. Das wird ganz ja, einfach. Wird ja rutschig-flutschig gehen. Ich meine, ein bisschen eine Präsenz. Die werden ja wahrscheinlich zu dir kommen, anstatt andersrum. Aber viele sind ja nicht gemeldet in Weimar, die ich kenne. Das ist ein Problem. Aber kriege ich alles hin. Okay, ich dann denke auch. Vielleicht willst du diese Plattform nutzen, um dein kurzes, einmütiges Plädoyer zu halten. Was wird hier passieren, damit es besser wird? Wir wollen in Weimar beispielsweise die Wolfjagd fördern. Wir wollen den Wolf jagen. Ja. Hat mit Stefan Wolf nichts zu tun, das will ich ganz stark betonen. Wir wollen Stefan Wolf nicht jagen, wir wollen den Wolf jagen. Okay. Das ist eins. Dann möchten wir das Theater abreißen und einen Skatepark draus bauen. Das klingt gut. Für die jungen Leute, weil das Theater steht hier im Weg, ja, für die jungen Skateboard-Leute, die hier fahren und sich regelmäßig Zähne ausschlagen. Das Goethe-Schiller-Denkmal wird geteilt, weil sie haben nie existiert. Okay. Das ist eine Lüge der Geschichte. Da kommt einfach ein Denkmal von mir hin, ganz bescheiden, weil ich wirklich hier geboren bin und ich habe mehr geleistet, als Goethe und Schiller jemals leisten könnten. Das klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Also ich bin dafür. Vielen Dank, es freut mich. Schön rasiert übrigens. Ja, ich sehe aus wie ein Huso. Sieht aus wie ein Bonbon. Nein, ich habe das nicht, du auch, nicht ganz auch frei. Ey, du kannst mal an mir lecken, wenn du willst. Von der Kamera gerne, aber vom Mikrofon macht das keinen Sinn. Ja. Du kannst mal so tun. Oh, Ananas. Hast du gerade wirklich an ihm geleckt? Ich habe hier gerade Ananas. Heute schließen sich alle Kreise. Wir haben einen Typen getroffen nach 10 Minuten auf der Straße, haben gesagt, hier, wir müssen zur Apotheke, wir gehen weiter. Und dann haben wir ihn 20 Minuten später wieder getroffen. Ach. Zack. Das ist übrigens gerade eben jenes störende Theater, was man hört. Ja. Es ist sehr, sehr störend. Ich arbeite zwar dort, aber das muss weg einfach. Ja, du kannst in deinem Skatepark einfach arbeiten. Richtig, dann, so. Dann wird es ja auch ruhiger. Neue Landengaps schrauben. London Gaps, ja, dieser Mozart, Kickflips rappen. Dieser Mozart-Krach und so ist ja auch nicht auszuhalten. Ja. Wo kommt das, also kommt ein alternatives Theater irgendwo anders hin oder wie wird das geregelt? Ja, so Straßentheater auf dem Marktplatz vielleicht, so ein bisschen. Hm. Das klingt gut. Die Leute sitzen lieber vorm Fernsehen, also muss man auf die Nachfrage ein bisschen gucken, ja. Kostet vielleicht auch, einfach Fernseher hier installieren. So. Einfach eine große Leinwand oder so. Doch. Und dann Berlin Tag und Nacht streamen und so, Big Brother, 24 Stunden. Ja, ich glaube, da hatten auch die kulturelle Alternative darin gefunden. Das ist eine gute Sache. Wäre ich selbst vor allem nicht drauf gekommen, das zu machen. Ja. Wann genau würde denn eigentlich der neue Bürgermeister feststehen? Am 12. April ist Wahl. Ja, okay. Und dann ist auch eine Stichwahl, eventuell. Falls ich nicht 100% kriege, sondern nur 98, wird nochmal gewählt. Mhm. Okay. Also du wirst wahrscheinlich auf dem Stimmzettel sein. Ich arbeite ja dran, ich also brauche diese Unterschrift. Ist das realistisch jetzt? Es ist realistisch, natürlich. Mhm. So, dann heißt das, mit gutem Gewissen können wir sagen, bei unserer großen Nostra-Party, die irgendwann Richtung Mai vielleicht passieren wird, kannst du auch anwesend sein und vielleicht das Ding eröffnen, irgendwie ein Band durchschneiden. Selbstverständlich. So. Ich bin jetzt auch in 2 Wochen für das Marie-Curie-Gymnasium bin ich der Pate für Schule ohne Rassismus. Okay. Da darf ich auch Reden halten und Bänder durchschneiden. Aber nicht vor schwarzen Leuten, bitte. Nein, natürlich nicht, die werden ausgeschlossen. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich kurz gedacht, Mensch, ja, was ist los? Aber doch, nee, du hast mein Kreuz. Ja. Vielen Dank. Meinen Haken hast du auch. Es gibt ja auch irgendwie weißen Rassismus, die werden ja diskriminiert. Ich weiß, das ist problematisch noch. Aber du wirst kommen. Ich komme immer. Und ich sage mal, wo eine Stadt ist, ist irgendwann ein Land, eine Bundesrepublik Deutschland, die dann auch, wo die kompletten Volksparteien wegbrechen, eigentlich auch mal eine Partei. Deswegen heißen wir auch die Partei, um den Rest wegzuschaffen. Aber seit wann geht's mit den Volksparteien abwärts, die Partei? Jetzt schon. Ja, schon immer. Ja. Das ging ja nur langsam erst los und jetzt geht's heftig los. Richtig. Ich bin auch übrigens auch für ein atomares Endlager in Weimar West. Das klingt gut, doch. Ist das nicht schon eins? Sieht so aus, aber es ist noch keins. Ach so. Soziales Endlager, das hast du jetzt soziales Endlager. Ah. Ja. Bis jetzt. Da war ich jetzt. Alles klar. Na gut, dann werden wir mal. Wir haben noch 20 Minuten erst. Ich gucke mal kurz gegen, weil wir müssen uns ja schon. Oh, wir haben nur noch eine Viertelstunde. Da müssen wir langsam schon. Noch in den Park. Müssen wir langsam noch in den Park. Okay. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei euch im Podcast auftauchen darf. Und auch im Video habe ich, was ihr letztens gedreht habt. Ja, das wird auch demnächst irgendwann online sein. Sehr schön. Gut, Erfolg. Euch, dir auch vor allem.
Tschüss. So, das ist welchem Video kommt da? So spritzig. Das war für Ask. Da war die Frage, ob wir Instrumente spielen. Aber ich will ja nicht zu viel spoilern. Okay. So. Mir liegt gerade ein fieser Witz auf den Lippen. Okay. Aber den erzähl ich später. Was du dir den kneifst, das finde ich gerade nicht in Ordnung. Doch, mach ich aber. Na gut. Also, die große Mostarer Party wird immer größer. Ihr habt es gehört. Ist der erste auch Musikmacher? Er ist auch Musikmacher, stimmt. Dann schneidet er das Band durch und singt dabei. Genau. Nee, haben aber wir schon vier Bands klar gemacht. Vier Acts. Ich habe da wirklich Lust drauf. Aber wir brauchen schon mindestens, eigentlich bräuchte, Alter, da ist Alter, Kani. Wir müssen, nee, nein, komm. nein, das kannst du gerne machen. Hast du Angst vor Kani? Ja. Warum? Ich bin daneben, du machst das. Du bist völlig daneben. Ja, komm jetzt. Nee, jetzt musst du aber auch. Okay, wir gehen da jetzt rein. Vielleicht sollte es kurzes Intro geben. Hat der Laden überhaupt auf oder ist das hier so geschlossene Gesellschaft? Ich weiß nicht. Scheinbar ist der zu. Traust du dich zu rütteln? Ich rüttel nicht an der Tür. Das ist auf. Jetzt musst du auch reingehen. Ja, ich will mal ganz kurz eine Frage wissen. Was fragt man so einen Mann? So einen berühmten, meinst du? Ja, mit einem Walk of Fame vor der eigenen Haustür? Ich habe noch nie so einen berühmten Menschen getroffen. Was sagt man zu so jemandem? Aus jedem zweiten Tag. Was sagt man denn zu dem? Was würdest du dir denn wünschen, was ein Fan zu dir sagt? Nostar! Okay, warte. Hallo Kani. Hallo Baby. Hallo, guten Tag. Wann kommen denn neue Videos? Neue? Ja. Demnächst irgendwann mal. Demnächst? Geil. Ja, bei mir ist auch Zeit, auch alles durcheinander, alles hier. Oh, oder ja. Musik. Kann ich mir Let's vorstellen. Let's go, Baby. Jawoll. Machst du die Eröffnung oder was? Ja. Sehr geil. Oh. Nice. Noch Zeit da drin stehen. Okay. Sehr gut. Na gut, dann müssen wir weiter. Viel Erfolg noch. Ja, aber seine Hand ist voll warm. Es hat echt gut getan. So. Menschen mit warmen Händen. Na, das heißt, wenn man selbst kalte Hände hat, dann ist das eine tolle Sache. Der steht vielleicht in diesem Laden drin und hat deswegen wärmere Hände als. Ja, ich sag doch nicht, dass der jetzt irgendwie im Stern am Himmel ist und deshalb warme Hände hat. Ich sag einfach nur, dass er warme Hände hat. Ist er jetzt auch gut? Es ändert halt nichts an der Tatsache. Ich bin auch aufgeregt, okay? So, also Leute, ihr wisst ja überhaupt nicht Bescheid, wen wir da gerade live im Podcast haben. Kani, Alter. Der wird die Klicks ziehen, ich sag's dir. Machen wir einen Thumbnail rein, Alter. Kani live getroffen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Nein. Kani West live im Podcast. Also Leute. Wer ist reingegangen? Entschuldigung. Bist du manchmal Fischstäbchen? Ich bin kein schwuler Fisch. Baby. Hey, aber der ist doch voll okay. Also Leute, dieses Intro-Gespräch, ach du Scheiße, was haben wir jetzt hier vorliegen? Ja, den müssen wir jetzt Interview machen. Ich erkläre euch ganz kurz gleich, wer Kani ist, aber vorher müssen wir hier nochmal ganz kurz, wir sind hier live im Podcast und wen haben wir denn hier? Hi, na? Wer bist du denn? Maggie. Hi. Was machst du denn hier? Ich komme gerade, okay, danke, tschüss. Wir machen gerade heute mal das innovative Live-Podcast-Format. Draußen-Podcast. Schön, klingt gut. Nicht live, das ist immer noch auf der Speicherkarte, die ich dir jetzt kaputt mache. Ah. Nee, das weißt du nicht. Ich lade das gerade direkt hoch. Deswegen ist das Feedback auch so gut. Basti. Hi Basti. Hallo Basti, ich bin der Mitbewohner. Hat er auch einen Namen, der Mitbewohner? Oder? Robin. Robin und? Herodes. Wie nochmal? Herodes. Herodes, okay. Interessant. Ja. Was macht ihr noch? Hin? Genau. Wir haben uns noch gerade kurz getroffen zufällig und ich würde jetzt weiter. Achso, ja, wir gehen jetzt Richtung Park, machen dann auch die 10 Minuten voll und dann gehen wir auch wieder zurück zum ins Headquarter. 11 Minuten jetzt. Ja, in die Headquarters, in die Nostra Headquarters. Wir haben so einen riesigen Nostra Ninja auf dem Dach. Aber wir verraten nicht, wo wir wohnen. Der dreht sich im Kreis. Genau. Hat so Haare, die im Wind wehen. Haare, danke an Matthias. Ja, ich habe ja gehört, dass das Haus hier jetzt langsam, dass das jetzt gemacht wird. Was wird dann wir das kaufen können? Ja. Wir sind jetzt hier gerade in der Schillerstraße zugegen, damit ihr auch mal ein bisschen räumliches Bild bekommt. Jetzt wissen die, wo das Headquarter von Nostrafo ist. Herrlich. Mist. Irgendwo zwischen Kani und Schillerstraße und Zeppelinplatz. Also Leute, damit ich euch nicht noch... Ich habe Kani getroffen und interviewt. Wer ist ein Kani? Ja, genau. Diese Frage wird jetzt geklärt. Danke, dass du das Stichwort gibst, Margarete. Also, Kani heißt irgendwie... Hallo erstmal. Ich kenne seinen Vornamen leider gerade nicht, aber sein Nachname ist, glaube ich, Kahnholz oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Und er war mal in der DDR ein halbwegs relevanter Musiker. So wie ich das verstanden habe. Ist das nicht auch jemand, den ihr kennt? Ehrlich, ich werde bescheuert. Und diese Person, jetzt hört ihr das? Das sind zwei Frauen, die sich lange nicht gesehen haben und sich umarmen.
ganz in Größe in so Tier vertreten. So, ja, so, hört ihr das? Das ist wirklich ein Erlebnis hier. Das ist auch ganz toll, also, dass das hier heute so passiert. Meine Güte, man also. Man weint hier ein bisschen gerade. Jetzt küssen die sich. Toll. Also der Kani war mal früher relevant. Heute Thumbnail rein. Heute bei der FDP-Party hat er... Heute, das war vor zweiten Jahren. Heute September. Heute ist das nicht mehr so, wollte ich eigentlich sagen. Er hat mal zur FDP-Eröffnung hier, Büroeröffnung in Weimar, Playback performt, um die Leute zu ziehen. Das ist ihm, gelinde gesagt, nur so halb gelungen. Ich weiß nicht, mich kennt ihr eigentlich auch. Ich gehe nochmal. Okay. Ihr macht gerade mit eurer Klassenreunion macht ihr den Podcast kaputt. Aber ich werde einfach gegenmoderieren. Hallo, warte, ich umarme dich auch. Wir machen gerade einen Podcast, das macht es ein bisschen ungünstig. Immer das Gleiche mit diesen Medien. Ja, immer nur. Mit diesen Leuten aus den Medien. Immer nur in den Medien unterwegs. Gut. Eigentlich macht das mit dem Kani West keinen Sinn. Nee, ich bleib. Okay. Doch, das macht Sinn, weil wir haben von Weimar West gesprochen, dann kam Kani. Kani West. Zack. Hallo Christoph. Hallo Chris. Wir waren zusammen in der Schule. Hallo Christoph. Hallo. Wir sind ja live im Podcast. Willst du ein politisches Statement abgeben? Nee, gerade nicht. Okay. Sehr. Also, wir sind durch den Park gelaufen. Aber da kam eine rot-türkise Mütze. Oh. Schieß. Sagt man da. Hast du die gestrickt? Nee. Wir sind durch den Park gelaufen und haben die Mädels gesagt, ein Mädel hat gesagt, sie haben ein Problem mit Ausländern und dann hat sie ihn angeguckt. Oh, sorry. Da lag ich echt am Boden. Also. Hast du Zeit? Willst du dich hier noch weiter verweilen? Weil wir haben noch 9 Minuten. Ja, wir müssen noch in den Park. Eigentlich müssen wir die 9 Minuten noch nutzen. Okay, Sonntagabend. Haben wir Poker eigentlich? Ich dachte, Sonntagabend ist Poker. Oder Sonntag ab Nachmittag, keine Ahnung, wie lange das geht. Das ist für die Leute ganz relevant gerade auf jeden Fall. Oder ist hier live in unserem Alltag drin, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist unser Alltag, wenn ihr uns besucht, wird das passieren und nicht, dass wir den ganzen Tag Pranks machen. So ist das. Ach genau, also eine Sache wollte ich noch ansprechen. Es gibt da so ein Gerücht. Es gibt das Gerücht, dass Parkplätze. Es gibt das Gerücht, dass auf der legendär guten Seite nostarafe.de seit neuestem Sans geaddet wurde. Mhm. Und wir haben immer noch kein Impressum? Psst. Ach, das kriegt man nicht raus, wenn wir das nicht sagen. Okay. Ja, ist? Ja, also, willst du dazu ein Statement abgeben, oder? Na, ich habe das Sans geaddet, um zu gucken, wie das so ist. Ich weiß nicht, das ist nicht krass. Also, ist das krass? Was ist denn daran krass? Unsere Website nostarafe.de ist jetzt quasi monetarisiert. Das ist der Hammer. Okay, cool. Ja. Dann weiter. Und sie verfügt über Grafiken. Und HTML. Mhm. Die Scroll- und LOL-Galerie wird. Die wird, oh ja, die ich wird dran. Regelmäßig mit Content versorgt. Guck mal, die Gruppe an jungen Herren, die da gerade aufmarschiert, ja. Ich finde, die sieht gut aus. Nee, machen wir nicht. Ich kann auf keinen Fall, nee, das können wir nicht verantworten. Warum nicht? Traue ich mich nicht. Bist du dumm? Du traust dich. Achso, okay. Hey, lass das. Genau, jetzt wirst du dich frontal ran. Frontal 21. Ich habe aber gerade keine heiße Frage, die mir. Ich frage die mal, was sie. Würdest du gefragt werden wollen, wenn du Jugendlich wärst? Ja. Hey Leute, kurze Frage. Was haltet ihr von Ausländern? Ich habe gerade auf Herodes gezeigt. Was haltet ihr von Ausländern? Habt ihr ein Problem mit Ausländern? Nein. So. Gut, das wäre auch geklärt. Was? Ich habe die Antwort nicht gehört. Du bist halt nicht mitgekommen, deswegen war das dumm. Was war denn die Antwort? Alle haben irgendeine verschiedene gutturale Sounds gemacht. Muss ich einmal husten? Ja, man muss gerade einmal lachen. Weiter im YouTube-Business, das muss auch noch abhaken. Der Oscar ist ohne Führerschein gefahren. Hast du das mitgekriegt? Wer ist denn das? Keine Ahnung. So ein minderjähriger Junge. Er ist ohne Führerschein gefahren, ja. Ist minderjährig. Das ist ein YouTuber. Hey, wow. Krass, oder? Ist was passiert? Na, gibt's jetzt Stress mit der Polizei? Na, es hat einen Unfall gebaut. Nee. Dann ist die Geschichte langweilig. Okay. Wollte ich nur kurz drauf eingehen. Weil die letzten Minuten müssen nochmal für YouTube-Drama genutzt werden. Wir müssen eh noch in den Park rein. Na, dann müssen wir aber jetzt loslaufen. Also ich würde da noch ein Statement. Da kommt auch noch ein Video von Margaretes Kanal. Dass sie dazu, was sie dazu sagt, ein Statement, das kommt in die Trends. Also wenn wir jetzt nicht loslaufen, schaffen wir es nicht mehr in den Park. Na, muss Marga halt jetzt hier bleiben. Macht sie doch schon. Ach so, okay. Dann, wir gehen schon mal in den Park. Ja, ja. So, stark. Stark, ab in den Park. Sag ich auch immer. So, während ich das hier jetzt noch einmal... Ach genau, dann haben wir noch ein großes Thema. Also ich weiß, dass dir das immer unter der Eichel juckt.
nicht unter der Eiche. Was sagst du denn zu Martin Schulz-Schwänzer? Herrlich. Herrlich. Meinst du jetzt Schulz-Schwänzer oder Martin Schulz? Oder ist das, das ist so ein witziges Wortspiel gewesen. Also, was meinst du denn? Na, Martin Schulz-Schwänzer. Also, weil der jetzt schwänzt oder was neuerdings? Ja. Witzig. Ich finde die ganze Geschichte irgendwie richtig witzig und da könnte man sich eigentlich länger drüber unterhalten, weil das so witzig ist. Also, und wie er halt an die Macht kam. Wie er halt an die Macht kam damals letztes Jahr mit dem Schulz-Zug und dann ist das alles so heftig gegen die Wand gefahren, weil er einfach eine übelste Pussy ist. Also, dass er emotional überreagiert hat hin und wieder, hat man ja gemerkt, aber dass er wirklich so ein Unmann ist, dass er sich halt wirklich biegt und zu nichts steht, was er tut. Und am Anfang wirklich auch das offensichtlich, was er sich widerlegt hat, dass er das Charisma hatte und alle ihn geil fanden und dann wirklich sich zu dem gewendet hat, was jetzt halt passiert ist, darüber könnte man eine riesen Ausführung machen. Aber ich finde es gut, ich finde es witzig. Und da oben passiert ja was. Das haben wir in unserer cringeworthy Politikanalyse ja gesagt, dass das jetzt echt lustig wird in Popcorn-Atmosphäre. Es ist passiert. Über den Park, über den Markt? Über den Markt, auf dem Park. Ja. Und ich guck mir das, also ich war noch nie so interessiert in Politik wie gerade. Es macht echt Spaß. Es gibt ja eigentlich dieses, ich weiß nicht, was ist das denn? Eine Tradition, dass wenn jemand rülpst, dass man Schulz sagt. Meinst du, das würde sich in Zukunft jetzt vielleicht irgendwie ändern? Den Witz, den hat, glaube ich, der ist schon ganz schön lange alt. Also, ach, scheiße. Ich bin halt hinterher. Damals, wo er in Erfurt geredet hat, war ich sogar da war ich noch Fan. Und da habe ich die Parteimitglieder von der, also die Parteimitglieder, die hatten diese Schulz-Schilder. Sie gefragt, wie es um diesen Schulz-Gag steht. Und da meinten die schon, boah, bist du unlustig, das ist ja voll der alte Gag. Oh, scheiße. Ja, und dann deshalb. Dann schneide ich das raus aus dem Podcast. Und das war mir auch, und ich habe das echt vorsichtig gefragt, so von wegen, hey, wie ist das? Da hat bestimmt schon vor mir jemand gemacht und klar und so. Dann habe ich halt gesagt und dann. Aber wie macht man den Gag denn? Weil das ist ja, haha, das ist ja an sich erstmal, da vorne ist ein Mann, der seine Frau in den Arsch fässt. Und immer weiter, ja, rein und da. Und schön den Finger in die Fotze. Oh, jetzt läuft die aus, kannst du einmal drunter stellen. Oh. Gott, oh Gott, ihr müsstet das gerade sehen. Nee, er hat schon aufgehört, aber er hat es wirklich getan. Jetzt trennen sie sich. Alter, das ist eine Rom-Com, die sich hier vor uns abspielt, Leute. Oh, dieses Podcasten, das sollte es echt mit Bild geben. Das wäre, glaube ich, eine Marktlücke. Ich glaube auch. Nee, aber ist es denn so, weil wir heute die Augen offener haben? Oder ist es wirklich so, dass die ganze Zeit Sachen passiert, die unwahrscheinlich sind? Weiß ich nicht. Aber es ist gut. Ich meine, allein, dass wir Maggi treffen, das ist ja ein bisschen wie geplant halt. Ja. Aber es ist zu schlecht, als dass es geplant werden könnte. So ein bisschen wie... Es hätte halt auch nichts beigetragen. Dieser synchrone Rocket Booster Landing da, wo man eigentlich denken könnte, Alter, das kann unmöglich echt sein. Ja. Aber so schlecht, das zu faken, ginge gar nicht. Also sieht so echt aus, dass es aussieht wie ein schlechter Fake. Und dadurch echt wirkt. Oder halt ist. Weil man das nicht merken würde. Bei mir fängt gerade der nasale Niesel an. Es ist sehr gut, dass der Podcast langsam zur Neige geht. Weil doch wenn mal Essen waschen. Schon widerlich ist, ja, dann muss ja das Nasale da tu doch mal, sah süß aus. Tu doch mal dein Mädchen 14-Jährige dort. Ja. Okay. Nein, dieser Säugling da hinten. Gott, Alter. Ja, du Leute. Bist im Park, du gehst überhaupt nicht im Park. Da hat mir Herr Rodes jetzt richtig einen Streich gespielt und ausgenutzt, dass man hier halt nichts sieht. Ja, der sieht nur auch noch nichts. Oh Gott, Alter. Gott, oh Gott. Okay, also wir oh, nähern jetzt, uns. Jetzt wird mir erst die Schwere klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier in diesem Podcast werden keine Gefangenen gemacht. Leute, ihr wisst das. Also, Gott, oh Gott. Aber sobald er zu Ende ist, dann wir werden wir. Mit einem wunderschönen Blick über den Park. Ihr könnt ihn natürlich hören. Ach ja. Oh, guck mal, die Vögel zwitschern nicht mehr, aber es sieht so schön aus. Da hinten ist noch ein bisschen. Man hört die Autos. Schnee. Wir sollten aber eigentlich noch irgendjemanden abgreifen, so fürs Endstatement, ob er Autofellatio machen würde. Im fünften Fall erzähle ich meine Erfahrung damit. Aber wir haben 3 Minuten sind ruhig noch drin. Also guck mal da hinten dieses Pärchen, was da lang läuft. So lange braucht ein Amadeus, um unsympathisch zu werden. Guck mal. Oder diese nette ältere Dame. Hast du den Gag nicht gehört oder findest du den nicht lustig? Ich finde den witzig, aber hast ich will halt den Hass nicht fördern. Die ist ganz alleine und verwirrt nicht. Dann die beiden da. Ja, die beiden. Endstatement. Also,
Leute, es war wirklich schön. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob das zu ablenkend ist, wenn das draußen ist. Aber ich glaube, das klingt eigentlich gar nicht so Reise hier. Wir müssen uns vielleicht was einfallen lassen. Wir haben Leute getroffen. Wir sollten uns was einfallen lassen, dass wir wirklich immer gleich weit vom Mikrofon entfernt sind. Was würdest du gefragt werden wollen, wenn du ein Typ mit einer Mädel zusammen unterwegs bist? Im Park. Da hätte ich eine Frage. Was würdest du gerne gefragt werden wollen? Entschuldigung, eine Frage. Autofellatio, ist dir das ein Begriff? Würdest du das machen, wenn du könntest? Ja? Wir sind nämlich gerade hier im Podcast und das ist die Schlussfrage. Die stellen wir immer Leuten. Du würdest das machen, wenn du es könntest? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ach, du weißt nicht. Also da ist man einfach so gesagt. Ach so, da ist man quasi so gelenkig, dass man sich selbst einblasen kann. Ach so. Mhm. Das ist nämlich eine echt tricky Frage. Würde man das machen, wenn man das könnte? Nein, ich glaube nicht. Du glaubst nicht, okay. Nun gut, dann danke für das Statement. Okay. Ciao. Schönen Tag. Schönes Wochenende. So, dann können wir jetzt hier schließen. Herr Rodes, ja. Was sagst du denn dazu? Ich persönlich müsste Vor- und Nachteile abwiegen, aber ich würde... Was wird laut?